nach dem missglückten Liga-Auftakt ein Zeichen offenbar an die Mannschaft. Das Spiel der Gastgeber lebt dagegen von der Schnelligkeit, von der Dynamik, von Bigalke. Die Entdeckung der ersten 5 Partien versucht Welsmüller in Szene zu setzen. Sascha Bigalke, der als erster seinen Vertrag in Unterhaching verlängert hatte und damit das Nachwuchskonzept der Trainer Schromm und Baum mittragen wollte. Die Anfangsviertelstunde ist total zerfahren, keine Ordnung im Spiel. Schwabel schaltet sich permanent mit ein. Und Bigalke, nach 18 Minuten die erste nennenswerte Szene. Sascha Bigalke als zweite Spitze blüht er regelrecht auf. Schwabel leicht vorbei an Wimmer. Den Eichner-Ersatz auf dieser Position und Marot in der Folge zu spät gegen Bigalke. Blitzschnell über außen, das ist gut anzuschauen. Der FC auf der anderen Seite ohne Torchance. Hilmatz, Hector dazwischen, aber viele Möglichkeiten zum Zuspiel hat er auch nicht. Reuer, weder Schuss noch Flanke. Holger Stanislawski als Spieler hat er gegen Haching nie verloren. Bislang allerdings hat der FC sein System noch nicht zur Gänze verinnerlicht. Kappelmeier, Welsmüller, kein Foul, Roacker. Hilmatz, das ist alles ganz gefährlich. In der Folge ist Köln bemüht, den Druck zu erhöhen und der Favoritenrolle gerecht zu werden. Jajalo, Schibilko, heute zentrale Spitze. Lehmann, macht er gut. Brücker gegen Schwab. Brücker und ein klasse Tor, 1:0 für den 1. FC Köln, Thomas Brücker. Wie zuletzt gegen Sankthausen, der Neuzugang, einer aus der Düsseldorfer Aufstiegsmannschaft. Schwabel kann ihn nicht halten und dann ist es ein herrlicher Treffer. Rederer ohne Möglichkeit. Ein Antritt, einmal Schwabel einfach stehen gelassen und dann Rappitz. Mr. Maximal, ein Schuss, ein Tor, das reicht. Ihnen läuft eher nass rein, so lange wie möglich sollte die Null eigentlich stehen. Aber jetzt spielen die Gäste souveräner, selbstsicherer. Bretschko, der hat viel Platz. Zu viel eigentlich. Schibilko. Haching defensiv unorientiert in dieser Phase. Und ungewohnte Situation. In der 3. Liga lag das junge Team noch nicht zurück. 7500 Zuschauer im Sportpark. Köln spielt unaufgeregt weiter. Bretschko. Das macht er gut. 2:0. Da reden alle von einer Stürmermisere in Köln und er löst sie quasi im Alleingang. Aber freundlich unterstützt von den Gastgebern. Bretschko nicht angegriffen. Brücker gegen 5 im Zentrum. Und dann auch noch der doppelte Beinschuss obendrauf. Tolles Pokaldebüt. Vizepräsident Toni Schumacher. Vor über 20 Jahren hat er übrigens mit Schwabel beim FC Bayern zusammengespielt. Und nun dieses Wiedersehen auf präsidialer Augenhöhe. Zweite Halbzeit. Jajalo. Leichtsinnig. Bigalke. Was hat der Drittligist noch drauf? Niederlechner. Hilmatz. Stark. Und Roacker. Horn ist da. Ein schwungvoller Auftakt. Dominik Roacker, Top-Joker bislang in der Saison. Köln ist gedanklich in der Kabine geblieben. Und sofort sind die Chancen da. Die Hachinger sind technisch sehr, sehr gut geschult. Freistoß Haching, T. Zurück nach einer Muskelverletzung. Niederlechner und Horn an die Latte. Kabinenansprache hat ganz offenbar gewirkt. Sehr präsent die Gastgeber in diesen Minuten. Anschlusstor wäre inzwischen verdient. Niederlechner vor Pezzoni. Köln hat den Rhythmus ein wenig verloren. Bretschko. Alles über rechts weiterhin. Oh ja, Kappelmeier bei ihm. Aber nicht eng genug. Und da ist wieder Brücker. Riederer, klasse. Fast der dritte Streich. Thomas Brücker. Schema wie gehabt. Die gute Flanke von Reuer und Brücker im Duell mit Schwabel. Super Reflex von Riederer gegen die Laufrichtung.
Unterhaching muss aufmachen, mehr riskieren. Köln kann das alles in Ruhe kontrollieren. Lehmann. Brenschko. Reuer. Immer noch Reuer. Unterhaching lässt viel zu. Eine Körpertäuschung reicht ihm da gegen Druck. Die Chancenverwertung. Der kurz vor Spielbeginn geplatzte Jeromel-Transfer. Stanislavski hat jede Menge Baustellen. Weiter Köln. Immer wieder Brenschko. Bester Mann. Oh ja, das geht leicht. Zu leicht. Staubel. Zuvor eingewechselt. Muss links das dritte Tor gefallen sein. 15 Minuten noch. Staubel. Lehmann. Jede Menge Freiräume. Staubel stark. Ishak. Aber jetzt. Alter Schwede. Michael Ishak. Da muss er doch den Sack zumachen. Für Pschipilko gekommen. Das ist eine hundertprozentige. Wie gesagt, den Stoßstürmer schlechthin hat Köln einfach nicht zu bieten. Schlussphase im Sportpark. Köln jetzt, wie es will. Die Achinger wirken kräftemäßig ein bisschen angeschlagen. Ishak ohne Gegenwehr. Tesse. Der erstmals auf der Bank saß. Riederer. Der stocksauer auf seine Abwehr. Die bettelt um das dritte Tor. Fast schon fahrlässig, diese Anhäufung an ausgelassenen Torchancen. Köln vom Prinzip ungefährdet, von den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit mal abgesehen. Pezzoni. Katastrophaler Fehler. Fischer. Das macht doch gut. Vogelsammer. Na bitte. 2:1. Der junge Ex-Rosenheimer, auch erst 20 Jahre alt. In der letzten Minute ein versöhnlicher Abschluss. Kurz darauf ist nämlich Schluss in Unterhaching. Die Sensation ist im Unterschied zur letzten Saison ausgeblieben.